Hallo, moin moin und herzlich willkommen hier zurück auf der Frühling 2023. Wir sind hier noch am Weizendreschen und der Drescher ist voll. Passiert. War ja auch klar, dass es irgendwann passieren wird. Aber wir müssen auf jeden Fall jetzt mal hier abtanken. Nehmen wir unseren LKW das erste Mal hier in Beschlag. So, okay, das Tor vorne ist offen. Sehr schön. Ah, ja, und an diesen bisschen engeren Hof muss ich mich noch gewöhnen. Ich leuchte das ein. Genau, hier vorne habt ihr vielleicht gerade gesehen. Ich habe noch gar nicht gezeigt, dass die Wasserentnahmestelle an dem kleinen Teich. Ist da drunter? Ja, was? Also ein kleiner LKW am Hof, das finde ich ganz nice. Hat auch sogar vorne die Dreipunktaufhängung dran. Also sehr flexibel einsetzbar. Hinten auch die Abwelle und alles. Also ich glaube, mit dem werden wir noch viel Freude haben. So, aber dann sollte auf jeden Fall unser Ziel sein, möglichst schnell die Tiere zu versorgen. Denn ich glaube, die Tiere haben genau absolut kein Futter. Das heißt, es wird auch nichts produziert. Und ja, auch den Schrebergarten müssen wir ins Laufen kriegen. Der braucht Wasser. Das sollten wir dann mal hinbringen. Alles gar kein Problem, aber alles gleichzeitig geht einfach nicht. Ne? Ihr kennt das Problem wahrscheinlich. Man kann sich nicht zerreißen. Die letzte Bahn. Ja, dann werden sie am Ende noch mal 500 Liter, 600 Liter. Wir noch mal hier haben an Weizen und dann ist auch gut. Aber wir hatten ja nur 23% Ertragsbonus, also deutlich ausbaufähig. Das werden wir dann gleich angehen. Als abgeerntet ist. Dann werden wir alles pflügen und dann düngen, kalken und so weiter. Die komplette Palette an Bodenbearbeitung. Ich habe auch in den Spieloptionen alles, glaube ich, soweit angestellt gelassen, bis auf Lesesteine, glaube ich zumindest. Oder habe ich die diese mal angelassen? Na, wo haben wir es denn? Hier müsste es sein. Genau, Lesesteine habe ich ausgelassen. Alles andere, Vorzerstörungen, Flügen, Kalk, Unkraut und so weiter habe ich alles angelassen. Aber Lesesteine, das braucht kein Mensch. So, der Drescher ist leer. Nehmen wir mal das Schneidwerk wieder auf den Schneidwerkwagen packen und dann den fertig machen fürs nächste Feld.
So. Mal quetschen. Passt. Okay. Genau in die falsche Richtung. Schauen wir hier. Mal über das Feld drüber. Ah, hier haben wir auf dem Randstreifen soll auch einiges an Gras, was da steht. Ich weiß nicht, ob ich mir die Arbeit machen soll und da mal gerade am Anfang einmal die Randstreifen schneide. Einfach ein bisschen ja, Gras mehr haben. Schade, denke ich nicht. Ich habe auch nicht die Masse. Euch das an, die Map hier. Bin detailliert. So gefällt mir das. Ah, schaut an, hier ist sogar ein, noch gar nicht gesehen. Ein paar Silo. Muss doch gleich mal gucken. Ach, das gehört dann sogar. Schaut an. Okay, das könnten wir auch nutzen für Silage. Interessant. Dann direkt daneben. Hier ist noch eine Wiese. Die in Hofnähe ist auf jeden Fall interessant. Ja, ein bisschen nördlich vom Hof, direkt hinter unseren Schrebergärten, da ist auch ein bisschen Waldfläche. Die könnten wir letztendlich uns irgendwann aneignen, vielleicht zum Winter hin, wenn nicht so viel zu tun ist auf den Feldern, oder vielleicht mal ein bisschen in den Forst gehen. So, den stelle ich hier mal ab. Mal gucken, hier ist unsere Gerste. Genau das gleiche, 23% Ertragsbonus, 0% gedüngt, benötigt Kalk und muss gepflügt werden. Eieiei, okay. So, 4.500 Liter. Weizen haben wir runterbekommen. Nicht viel. Ist ein kleines Feld. Für uns reicht es aber. Damit jetzt hauptsächlich unsere Tiere versorgen. Sprich unsere Hühner. Wo haben wir denn unsere Abkippseite? Können wir das einstellen? Abkippseite ist links. Dann lassen wir das auch mal so. Können wir aber auch umstellen. Ich glaube, links und rechts geht hier. Mal schauen. So, wie viel passt rein? Ah, 3000 Liter oder wie viel sind das? Ja. Und hin. So, dann können nämlich jetzt die Hühner anfangen, Eier zu produzieren und sich zu reproduzieren. Lass uns mal kurz die Stallgröße anschauen. Ja, 11 Tiere haben wir drin, 100 passen rein. Also auf jeden Fall Luft nach oben. Und wenn wir gerade mal dabei sind, wollte ich mal kurz gucken, was die Imkerei denn kostet. 19.000. Okay. So, das restliche, den Rest der Weizen kippen wir in Silo. Und dann müssen wir jetzt gleich das Stroh aufsammeln. Brauchen wir gleich unseren Ladewagen. Aber erstmal füllen wir das nächste auf. Und zwar kümmern wir uns mal um unseren Schrebergarten.
haben wir eben das Wasserfass. Mal gucken, ob ich die Sachen vom LKW wirklich direkt hier so in der Halle lasse. Rangieren schon immer eine Geschichte. Ich weiß nicht, wo er jetzt hängt, aber eigentlich sollte es passen. Ich glaube, dann suche ich mir für den LKW mal ein anderes Bleckchen hier auf dem Hof. Ah, irgendwo ist eine Kolli. Ihr seht, links, rechts ist eigentlich Luft. Sollte passen. Ah, und ja, gut, wenn man die Kurve natürlich zu eng nehmen will, ne, ist klar, dann ist die Hausecke im Weg. Finde ich hier gerade auch sehr dämlich an. Aber jetzt haben wir es geschafft. So, dann starten wir mal die Befüllung. Also das Wasser, wie ihr seht, kostet auch kein Geld. Wird dann letztendlich hier so ein Tümpel da, kleinen Teich, der übrigens sehr hübsch ist, wird das angenommen. Ah, hier ist auch noch so eine kleine Halle, die gehört uns noch nicht, können wir theoretisch dazu kaufen. So, dann schauen wir mal, wie viel Wasser hier reinpasst. Ich glaube, wir müssen noch was holen. Erdbeeren. Die wollen wir noch produzieren. Die Stände direkt noch verteilen. Da müssten sie eigentlich in die Erdbeermarmeladenproduktion gelangen. Die aktivieren wir auch. Noch mal kurz gucken, Wasser, ja, kriegen wir fast einen zweiten Tank voll. Einmal rückwärts daran. Ja, sehr schön. Dann werden noch Erdbeeren produziert. Und dann bald die süße Marmelade. Es macht auf jeden Fall Sinn, das zu Marmelade zu verarbeiten. Also man erhält durchaus eine Wertsteigerung. Und wenn man es auch direkt verteilen stellt, dann sollte eigentlich auch nicht wirklich viel mehr Arbeit anfallen. Stellen. Wunderbar. Dann starten wir uns mal den Ladewagen. Ich würde sagen, wir nehmen hier mal unseren Case. Und leider können wir dran lassen. Okay. Schon eine kleine Delle reingefahren. Ja, was sagt jetzt eben gespannt? Ist das schick, oder? Ich merke das. So, dann holen wir uns ein bisschen Stroh vom Feld. Das kann dann direkt bei den Kühen in den Stall.
das klappt doch wunderbar. Gut, dann machen wir damit in der nächsten Folge weiter. Dann freue ich mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Lasst gerne einen Daumen da und das Abonnieren nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ciao, ciao.